Sie haben das jetzt erzählt, Ihre Frau hat Sie verraten oder Ihnen etwas in den Mund gelegt, was Sie ja gar nicht machen wollen, nämlich Fahnenflucht. Wussten Sie zu dem Zeitpunkt das schon, dass Ihre Frau das erzählt hat? Wann haben Sie das denn erfahren? Das habe ich erst in Erfurt erfahren. Ne? Die hatten in der Zeit, wie ich gesagt habe, wo sie ihr die Sache da vorbereiten sind, da hatten sie meine Frau vernommen, die Stasi. Ne? Und das habe ich erst hier erfahren. Dass sie das. Ich war der Meinung, naja Gott, mit 10 Tagen Arrest, das war nicht toll, das hat nicht toll geklappt, ne? Aber es war ja doch nun leider Gottes anders. Aber kam es Ihnen ja nicht komisch vor, dass so jetzt so ein Apparat anläuft und Sie von Arrest zu Arrest entfinden, in Fallen dargestellt werden für Sie? Kam Ihnen das nicht komisch vor? Oder war ein möglicher Grund, was Sie mir erzählt hatten, dass Sie diesen Westbesuch nicht angemeldet haben? Ja, ja. Das nehme ich an. Weil, ja, Spionage. Ne? Sie wussten nun nicht, was mein Onkel da drüben war. Er war ein normaler Polizist, ne? Streifenpolizist in Hannover. Und hatte erzählt im Beisein meiner damaligen Frau, dass er schon mal mit dem Hubschrauber entlang der Grenze geflogen ist. Und wo ich denn da wäre, und habe ich gesagt, hier, gleich bei uns hier drüben. Ach hier, am Rüsteberg. Ja, ja, das war alles. Ne? Und sie hatte nun erzählt dann in dieser Vernehmung da bei der Stasi, dass mein Onkel mit dem Hubschrauber da lang geflogen ist und dies und das und jenes. Ne? Und die haben sich sonst was gedacht, was das nun. Ne? Ich hatte ihm eine Uhr, seine Uhr war kaputt gegangen, wo wir uns da getroffen haben bei meinen Eltern. Und da habe ich gesagt, ich habe eine schöne. Ne? Hast du mal was von mir? Sonst haben wir immer die Pakete gekriegt, jetzt kriegst du mal was von mir. Wollte er gar nicht. Und dann habe ich sie ihm ins Handschuhfach gelegt und meiner Tante gesagt, das ist da drin, ich soll es ihm aber erst hinter der Grenze geben. Sonst dreht er um und bringt sie mir wieder. Ne? Und das hatte sie auch mitgekriegt. Ne? In der Uhr sollte ich Material mit nach drüben geschickt haben. Ihr Onkel kam eines Tages zu Besuch zu Ihnen? Zu meinen Eltern, ja. Das auf DDR-Gebiet? Mhm. Und diesen Besuch oder diesen Kontakt haben Sie nicht angemeldet. Warum denn nicht? Ja, um irgendwelchen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Das war alles. Ne? Dann hätte man da wieder, wurde man von dem, was hat der erzählt, was hat der erzählt, was haben Sie da drauf gesagt und so weiter und so fort. Ne? Ja, es gab diese Kontaktverbot, nannte sich das, ne? Dass ich mich mit meinen Westverwandten eben nicht hätte treffen dürfen. Wenn das durch Zufall bei einer Beerdigung eben oder was weiß ich passiert wäre, aber eben nicht mit ihnen reden, am gleichen Tisch sitzen und alles sowas, eben Kontaktverbot. Ne? Und da hatte ich mich nur drüber hinweggesetzt. Ich habe meinen Onkel nicht als Feind gesehen. Meine Oma nicht und meinen Opa auch nicht.